Ich hab da jetzt einen Mordspasken dran. Morgen. Junge, Junge, da habe ich aber ganz schön lange geschlafen. Aber gut, habe es auch relativ spät geschafft, erst einzuschlafen, weil hier doch sehr merkwürdige Geräusche waren. Also nicht tiertechnisch. Da war sowas, was klang wie ein riesengroßer Drohne, Quadrocopter. Aber das muss mindestens so Propeller gehabt haben. Das hat sich total komisch angehört. So. Und das wurde immer lauter, mal leiser, mal lauter, mal leiser. Dann ist es weg. Irgendwann kam es nochmal kurz wieder. Komisch. Ja, dabei fällt mir ein, ich habe euch gestern noch gar nicht die Befestigung für mein Dach gezeigt. Jetzt muss ich doch mal nachholen, oder? Also erstmal hatte ich an jeder Ecke 3 Meter Paracord befestigt. Hier oben wieder mit dem Topsegel-Schotstick, damit ich das spannen kann. Hier unten habe ich nochmal eine Schlaufe mit dem Topsegel-Schotstick gemacht, damit ich das hier auch spannen kann. Wobei, hier muss eigentlich kein Topsegel-Schotstick hin, sondern da könnte auch ein normaler Schlaufenknoten hin. An der Stelle hatte ich jetzt dann einfach einen Ast unter eine Wurzel geklemmt. Hier auf der Seite hatte ich das so gemacht, dass ich mir erst einen Hering gemacht habe. Weil der Boden aber sehr locker irgendwie ist, habe ich dann noch den dicken Ast darüber gelegt, damit ich das auch wirklich hier. Ja, und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, denn da konnte ich ganz speziell arbeiten. Da konnte ich dann nämlich von hier oben und auf der anderen Seite die konnte ich da komplett drüber ziehen. Deswegen ist da unten eine Schlaufe wichtig, damit man die groß machen kann. Erstmal frühstücken.
sogar eine Kopfstütze. So, dann fange ich mal langsam an einzuräumen. BZW abzubauen. So, wie ihr seht, ich habe den Rucksack wieder auf,
Ich habe mein Lager aufgeräumt. Zeige ich euch mal kurz. Eigentlich hätte ich ja Bock, noch mal durch die Fotofalle zu laufen. Ich bin im Übrigen vorhin da hinten in eine Fotofalle gelaufen. Ich wurde im Wald geblitzt. Eigentlich hätte ich ja Bock, noch mal durch die Fotofalle zu laufen. Wo ich gerade so gut reden kann. Diese kleine Hängematte, die ich mir unter meine Hängematte als Materialmatte quasi gehangen habe, die hat, wie schon gesagt, das taugt nichts. Die ist zu schmal. Ich konnte halt nicht mehr von der Gardine abschneiden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwo billigen Stoff herkriege. Dann nähe ich mir sowas in ein bisschen breiter. So, wir nähern uns der Fotofalle. Yeah. Ich habe da jetzt einen Mordspaß getan. So. Und jetzt als allererstes mal ein Überblick über die Fläche. Da ist ein Baumstumpf mit roter Farbe dran. Da ist ein Baumstamm mit schwarzer Farbe dran. Und da hängt die Fotofalle. Und da laufen wir jetzt mal durch. Okay. Ganz unbedarft. Hier auf dem Boden liegen im Übrigen ganz viele Äpfel. Ich tippe mal, die sollen anlocken. Die Farbe könnte auch sowas sein. Sind wir schon wieder in eine Fotofalle gelaufen. Wie geil, ich bin schon wieder in eine Fotofalle gelaufen, aber diesmal habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich total abgelenkt war. Da hängt die Falle. Wo? Oh, da. So. Und da ist ein Eimer mit Wasser. Den habe ich zuerst gesehen und habe mich gewundert, was das ist. Und dann gucke ich hoch. Und schau nur, wie es klack macht. Ist das witzig. Ich werde langsam zum Fotofallenstar. Thank you.
im Hintergrund, wobei jetzt ist sie gerade leiser, witzigerweise, hört man vielleicht gleich dann wieder die Straße. Sie kommt immer näher, beziehungsweise ich laufe schon parallel zu ihr. Es war ein richtig toller kleiner Ausflug, ein Mini-Urlaub im Wald. Ich weiß nicht, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, morgens im Wald wach zu werden. Diese Ruhe. Jetzt fährt da oben ein Auto lang. Da. Also diese Ruhe, die Abgeschiedenheit. Ja. Die habe ich die wohl gerade nicht so richtig. Ich hoffe, ihr hattet mindestens halb so viel Spaß wie ich hier draußen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.